Sie sind hier, 5. Januar 2019, 19.11 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Martin Piepenhagen spielte während seiner Profikarriere unter anderem beim Hamburger SV Urheberrecht Getty Images. Kurz nach der Trennung von Coach Pavel Dotschow und Manager Markus Thiele besetzt Hansa Rostock mit einem Ex-Profi die erste Schlüsselposition dauerhaft neu. Drittligist Hansa Rostock hat zwei Tage nach der Trennung von Trainer Pavel Dotschow und Manager Markus Thiele die erste der beiden Schlüsselpositionen dauerhaft neu besetzt. Wie Hansa am Samstag mitteilte, bekleidet Ex-Profi Martin Piepenhagen, 47, mit sofortiger Wirkung das Amt des Sportvorstands. Hansa lag mir immer am Herzen. Deshalb freut es mich umso mehr, diese verantwortungsvolle Position übernehmen zu dürfen. Wichtig ist, dass wir nun nach vorne schauen und gemeinsam schnellstmöglich die vor uns liegenden Aufgaben lösen, sagte Piepenhagen, der zwischen 1996 und 2001 in insgesamt 110 Bundesligaspielen für Rostock im Tor stand. Bis zu einer langfristigen Entscheidung auf der Trainerposition soll der frühere Bundesliga-Profi Wladimir Ljuti die Mannschaft weiter betreuen. Der 56-jährige Olympiasieger 1988 mit der UdSSR ist sportlicher Leiter des Rostocker Nachwuchsleistungszentrums und A-Juniorentrainer. Als Trainerkandidaten werden der frühere Nationalspieler und Rostock-Profi Thomas Doll, Jens Hertel und Marc Zimmermann gehandelt. Von Sportinformationsdienst.